diesem japanischen Ahornzeug, was in China produziert wird, nach Deutschland und nach Europa gekommen. Und der bohrt unten die Laubbäume an. Also auch die Birken vermutlich, ne? Habe ich hier noch nicht beobachtet. Ich beobachte ihn jetzt bloß immer an den Ahornern. Also wenn die jetzt geschlechtsreif werden, dann fressen die Weibchen nochmal die Rinde ab, bevor sie dann die Eier in die Stämme legen. Und die machen das direkt an der Basis. Ne? Ja. In Bayern ist eine konzertierte Aktion sozusagen, da suchen die nach diesen Bäumen, um die gleich zu fällen, ne? Und die Larven zu vernichten. Der hat in praktisch in Europa keine natürlichen Feinde.